transferiert werden konnten. Die Vormusik und Oberung. Umgekehrterweise haben wir 140.000 Euro als Bedarfszuweisung vom Land bekommen, zur Abdeckung oder zu einer Sondertilgung, zu unserem Darlehen für den Volksschulumbau. Und deshalb wieder können zurücktransferiert werden in den ordentlichen Haushalt. Im IST ist ebenfalls ein Überschuss von 327.500 hat es ergeben. Im außerordentlichen Haushalt haben wir insgesamt einen Abgang von 47.682,72 Euro. Es ergibt sich so, dass beim Vorhaben Kindergartenumbau 90.000 Euro als Abgang stehen geblieben sind, kriegen wir aber heuer als Bedarfszuweisung. Und beim Flächenwidmungsplan haben wir einen Überschuss von 42.000 Euro, weil das Darlehen schon abgerufen wurde und noch nicht die ganzen Rechnungen entschlossen. Und im IST haben wir auch einen Abgang von 24.418 Euro. Der Kassenabschluss schaut so aus, dass der anfängliche Kassenbestand war 90.136,25 Euro. Die gesamten Einnahmen der gesamten Gebarung waren 28.864.640,63 Euro. So wird es Die Ausgaben waren 28.684.349 und somit beträgt unser tatsächlicher schließlicher Kassenbestand 270.427,42 Euro. Also vielleicht zur Ergänzung, wenn wir das noch im Bundesausschuss, diese Summe der voranschlagsunwirksamen Ausgaben haben sich vor allem dadurch ergeben, weil wir Umstellung auf George gehabt haben. Ja. Und Georg. Ja. Ah. Das ist, ja. Und deswegen ist auch die Gesamtsumme diesmal so hoch. Bitte, gell? Ich möchte nur noch vielleicht anmerken, dass es eben, und das war für mich einer der freudigsten Ergebnisse, die ich dann gesehen habe, dass wir nicht, also ich gedacht habe, dass wir erst nächstes oder übernächstes Jahr erreichen werden, dass die Kommunalsteuereinnahmen die 2-Millionen-Grenze durchbrochen haben. Das heißt, das haben wir in den letzten drei Jahren von 1,6 auf über 2 Millionen gestiegen. Also die Einnahmeseite passt dann, glaube ich, würde ich mich sehr gefreut. Und was man noch sagen kann, ist, weil es schon in der Diskussion war, weil die EWI mich das auch gefragt hat, bezüglich dieser freien Finanzspitze. Wir haben natürlich ein großes Problem, dass uns beim oberen Rückhalteffekt, beim großen Lieberbach-Lusenbach, insgesamt die Kosten treffen werden, wenn das Ganze fertig ist, von 800.000 Euro circa. Wir haben aber Kredit aushaftet mit 4,5 Millionen. Da waren die Zuzahlungen des Landes, die schon erfolgen hätten sollen. Es war ein harter Kampf. Wir haben aber jetzt die erste Tranche bekommen und einen Zahlungsplan. Das heißt, wir haben jetzt 600.000 bekommen vor einem Monat, kriegen im April noch einmal so viel, dass wir ein bisschen über eine Million kommen werden. Und nächstes Jahr ist uns schon über 1 Million zugesagt worden, im Jahr 2020 dann der Rest. Das heißt, diese große finanzielle Belastung im Außenstand wird sich die uns in Wirklichkeit nie treffen hätte sollen, die sich aber aufgrund anderer Umstände im Land ergeben hat, ist jetzt Gott sei Dank zumindest auf Schiene, dass wir wissen, wann wir zu unserem Geld kommen. Insgesamt die Sache nicht so gut ausschauen lässt, wie sie eigentlich ist. Gibt es an die Frau Stoffberger jetzt noch eine Frage? Ja, eine Frage. Der Prüfer hat sich gebeten, darauf hinzuweisen, dass nach den neuen Richtlinien der Rechnungsabschluss angefertigt werden soll. Und das gebe ich hiermit weiter. Also er hat das bemängelt. Ist aber natürlich von der BH geprüft worden und als... Ja. Wer hat das bemängelt? Der Herr, ein Prüfer. Wo ist der Prüfer her? Der Herr Holzer, der ist viel in der Steiermark. Und wo wohnt er? In Niederösterreich. Ja, da wird es eine andere Richtung nehmen, die muss in der Steiermark. Nein, bitte. Ja, die Margit kennt sie aber auch aus. Ja, freilich. Die BH kennt sie aus, gell? Ja, das ist die neue Frage. Die neue Frage. Ich bin erst 2020. Hat
voraus. Also der Wald müssen wir noch so machen. Ja. Oder fahrt er in der Zeit voraus. Gibt es sonst noch eine Frage an die Margit oder allgemein zum Rechnungsabschluss? Ich darf mich nur jetzt abschließend als neuer Prüfungsausschuss auch mal bedanken für die gute Arbeit und Aufbereitung. So, ich glaube, das ist noch mal ein Abschluss. Für die Gemeinde hat sich dagegen ganz schön gut gesetzt, dass es sich mit allen Fristen ausgegangen ist. Also, vielen, vielen Dank. Ich darf jetzt zum Punkt A kommen. Bericht des Prüfungsausschusses. Und brauchen wir jetzt den Frage noch, sonst darf ich mich gleich. Dann bedanke ich mich jetzt nochmal bei der Margit fürs Kommen, Herr. Dankeschön. Und dann jetzt zum Punkt A, Bericht des Prüfungsausschusses zum Rechnungsabschluss 2017 kommen, der liegt schriftlich vor dir. Gibt es zum Bericht des Prüfungsausschusses noch Anmerkungen? Nicht der Fall, dann komme ich zum Punkt B in der Beschlussfassung und ich darf mich den Antrag stellen, den vorliegenden Rechnungsabschluss 2017 zu beschließen und die Rechnungsträger, Bürger und Bürgermeister und Gemeindekassier zu entlasten. Wer damit einverstanden ist, bitte mit Zeichen zustimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen, herzlichen Dank, auch der Rechnungsabschluss ist einstimmig beschlossen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, Darlehensvergabe Infrastrukturmaßnahme LB70, Backerstraße 500.000. Wir haben ja geschaut, dass wir im Zuge der Sanierung der vom Herrn Landesrat Lang genehmigten Sanierung der Bundesstraße vom Kreisverkehr Waldhof bis zum Kreisverkehr Schitzendorfer Straße den neuen Kreisverkehr Lindengasse, Bahnhofstraße mitbauen können. Und dazu gibt es jetzt einen ersten Plan und eine Kostenschätzung, die kommt aber erst später. Jetzt geht es darum, dass wir, damit eben, weil wir alle wissen, es dauert so lange, bis Darlehen quasi genehmigt werden und aufgibt werden und so weiter und so fort, Ziel ist es, den im nächsten Jahr im Rechnungsabschluss nochmal fertigstellen und verarbeiten zu bezahlen. Die 500.000 ergeben sich als 400.000, die fix vereinbart sind als Zuzahlung zum Kreisverkehr und die 100.000 sind für die Grundstücke, die dort zu erwerben sind, vorgesehen. Gibt es dazu eine Frage? Wir haben es im Bauausschuss ausführlich behandelt. Ist das für alle klar? Die Grünen haben schon ein Problem. Mit den 500.000 Euro. Das ist ja so, dass wir Geld vom Land nicht bekommen haben. Das heißt, es fehlt uns. Und ich möchte schon bitten, weil ich weiß, dass ihr das eh tut, aber mit den Ausgaben jetzt so gering als möglich die Ausgaben zu halten. Das möchte ich bitten und hoffe. Also warum wir das Projekt jetzt angehen, aber mit der Hoffnung, es nächstes Jahr zahlen zu müssen, begründet sich eben darauf, dass ich bei meiner letzten Verhandlung zu den Bedarfszuweisungen darauf aufmerksam gemacht worden bin, dass ich das über Jahre schaffen soll. Genauso wie beim Land auch argumentiert, dass wir eben unsere Zuzahlung im nächsten Jahr leisten und dann wieder vielleicht Bedarfsmittel, die im Herbst erst aufrufen kann, zu lukrieren dafür. Die Sache ist, die Dringlichkeit bzw. aus mehreren Gründen ist es eine Effizienzsteigerung, weil wenn diese Straße saniert wird, ist es erstens günstiger, den Kreisverkehr gleich mitzubauen und zweitens ist es eines dieser Dinge, die mir am meisten lernen, wenn ich nach Graz reinfahre, habe ich schon vorher gesagt, wenn das Klassie 3 Jahre hintereinander aufgerissen wird und keiner steht dort vorne, nur Spaß, warum? Genau diese Aktion wollte ich uns in Limburg ersparen, dass man sagen wir machen jetzt die Sanierung der Straße und in 2 Jahren bauen wir dann den Kreisverkehr. Wenn es auf einmal geht, ist es für alle Benutzer und Bewohner angenehmer und außerdem ist es zumindest eine kleine Kostenersparnis, wenn das sowieso aufgerissen wird, dass man den Kreisverkehr gleich mitmacht. Und deswegen hoffe ich, dass man diese zusätzliche finanzielle Belastung, wo ich dir recht gebe,
die aber trotzdem relativ gering gehalten werden kann, weil insgesamt, ich glaube, das kann ich über die Teillassung mit der Kreisverkehr 1,4 Millionen kosten, sagen wir mit 400.000 gut verdient. Hoffe, dass ich auch eure Zustimmung bekomme, um dieses Darlehen mal anzusuchen. Es ist eh immer die vorbehaltliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde, die sich das ganz genau anschauen wird. Somit stelle ich der Gemeinderat möge die Vergabe des ausgeschriebenen Darlehens Infrastrukturmaßnahmen in die 70 Backerstraße in Höhe von 500.000 Laufzeit 15 Jahre an den Billigstbieter, die Volksbank Steiermark AG gemäß dem vorliegenden Angebot Aufschlag auf den 3-Monats-Euro in der Höhe von 0,87% zugleich Mindestzinssatz vergeben. Die Gesamtbelastung basierend auf dem derzeitigen Zinsniveau über die gesamte Laufzeit beträgt nach Bildungsplan 533.613 Euro. Der angebotene Aufschlag ist für die gesamte Laufzeit zu garantieren. Die Voraussetzung für die Bewilligung der Darlehensabnahme ist in weiterer Folge die aufsichtsbehördliche Genehmigung durch das Amt der Steirischen Landesregierung Abteilung 7. Wenn du einverstanden bist, bitte ich um Zeichen zustimmen. Gegenstimmen. Enthaltungen. Danke, ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, Gemeindejagd, freihändige Verpachtung an die Jagdgesellschaft Libo. Da geht es jetzt darum, dass alle paar Jahre, quasi alle 10 Jahre, muss die Gemeindejagd wieder vergeben werden. Wir haben jetzt die letzte Chance, in dem Fall jetzt 9, das kann ich euch erklären, weil man versuchen will, landesweit auf die gleichen Termin zu kommen, und deswegen variiert das jetzt zwischen 10 und 8 Jahren oder 7 Jahren, glaube ich, damit irgendwann einmal alle Jagdgesellschaften auf dem gleichen Termin sind. Deswegen ist das diesmal jetzt mal auf 9 Jahre vorgesehen. Es gibt dazu zwei Möglichkeiten, das Ganze anzugehen, und zwei Möglichkeiten, das Ganze vorzugehen. Das heißt, die jetzigen Jagdpächter hätten im vorigen Jahr bereits mit mehr als der Hälfte der Unterschriften der Grundstückseigentümer das einreichen können, und das wäre das Ganze durchgegangen. Es liegen uns alle Unterschriften, also fast, ich glaube 90% der Unterschriften liegen uns auch vor. Sie haben sich aber auf die Gemeinde verlassen, die Jagdgesellschaften haben es nicht selber eingebracht, sondern daraufhin, dass wir das freiwillig vergeben. Würden wir das heute nicht beschließen, würde das dazu führen, dass das Vorschlagsrecht an die Bezirkshauptmannschaft Graz Umgebung geht, und die würden dann ich muss den Jürgen kurz bitten, von mehrere Aufgaben zu machen. Und die, dann würde es an die BH gehen, und die BH könnte das einem guten Anbieter, das ist dann in den meisten Fällen irgendeine reiche Person, die dann auf einmal über die Gemeinde her ist. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unserer Jägerschaft, die sich aus einheimischen Jägern zusammensetzt, die diesen großen Aufwand, den Sie mir geschildert haben, betrieben wird. Unser großes, überrangiges Straßennetz ist vor allem das meiste, was die Jäger zu tun haben, ist ja, wie das zusammengeführt wird, wegzuräumen und zu beschauen und nicht selbst zu jagen. Das heißt, es ist doch ein großer Aufwand, der da betrieben wird. Und dadurch, dass wir beim Industriegebiet ziemlich viel Flächen jetzt verbauen, hat die Jagdgesellschaft um gebeten, den Jagdpachtschilling um 0,20 Euro je Hektar zu senken. Hektar, und die Überlegung, die wir dann nachgestellt haben, das Jagdpachtentgelt ist angemessen. Der Großteil der Mitglieder der Jagdgesellschaft hat auch in der vergangenen Jagdperiode sind die gleichen gewesen, sind für die Belange der Land- und Forstwirtschaft eingetreten. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist zu erwarten, dass der Abschussplan so erstellt wird, dass die Belange der Land- und Forstwirtschaft berücksichtigt werden, die Gewähr dafür gegeben scheint, dass der Abschussplan genauestens erfüllt wird, Jagd- und Wildschäden bestmöglich vermieden werden. Es ist zu erwarten, dass die Jagdberechtigte wiederum für eine ausreichende Fütterung und Gülle sorgen wird, dadurch Schäden an Land- und Forstwirtschaft bestmöglich vermieden werden.
der Jagdberechtigte geeignete Mittel zum Schutz der land- und forstwirtschaftlichen Kultur zum Glück dafür bis zur Verfügung stellt, weil mit Recht zu erwarten ist, dass der Jagd- und Wildschäden ordnungsgemäß bezahlt werden. Es steht jeder Grundstückseigentümerin im Gemeindejagdpolizei gegen diesen Beschluss mit den 8 Wochen und bei der Kundmachung angerechnet oder machen wir die Übung Einwendung durch Eintragung und die für diesen Zweck im Gemeinderat, Gemeindeverwaltung der Amtsstunden aufgelegten mit Vorlauf und Nummer versehenen Formblätter einzubringen. Gibt es dazu eine Frage? Stellt den Antrag der Gemeinderat, möge die Gemeindejagd Liebhoch KG, Liebhoch Gemeindeflächen, Gesamtflächenausmaß der Marktgemeinde Liebhoch von 1.071 Hektar gemäß § 24 Absatz 1 und 2 Schelmisches Jagdgesetz 1986 in der geltenden Fassung für die Jagdpachtperiode von 1.04.2019 bis 31.04.2028 bei freihändiger Verpachtung an die Jagdgesellschaft Liebhoch, Ingenieur Richard Brandstätter vergeben und den jährlichen Jagdpachtschilling für diesen Zeitraum mit Euro 1,80 je Hektar festzulegen. Wer damit einverstanden ist, bitte mal Zeichen dafür stimmen. Gegenstimmen enthalten. Danke, ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8, Aufhebung sämtlicher Gemeinderatsbeschlüsse, die Förderung auswärtiger Musikschulen vorsehen. Ausgenommen Musikschulen, derzeit bereits eine auswärtige Musikschule besuchen. Es gibt da ältere Beschlüsse, die es quasi erlaubt haben, dass in einer Zeit, wo die Lieberer Musikschule noch nicht so dargestanden ist, wie sie jetzt dasteht, dass eben sehr viele Instrumente angeboten werden, also ausreichend Plätze vorhanden sind, wir sehr viel Geld für das neue Gebäude und für die Beiträge der Eltern und so weiter zum Erhalten.